Mein Schwalbe ist ein bisschen lang, ja, aber schlimm ist es nicht. Ist ein bisschen lang, aber ist egal. Ja, ein bisschen lang aus, ne? Ja. Aber schlimm ist es nicht. Ich habe halt einen. Ich habe gerade hab einen Steifen. Ist der Knuffi-Deckchen-Saudi, genau. So, das war genug. Lange Schweiß, also den hole ich mir. Das kann er gesehen, ne? Ich habe für 2 Sekunden, für einen ganz kurzen Moment eine SAP gezeigt. Direkt Bann raus. Bann ist draußen. Nein, Spaß. Alles okay. Da sieht man nicht viel. Ja, aber ich finde fluffig besser, so wie bei mir. Ich bin eine Katze. Katzen haben keinen fluffigen Schwanz. Die haben nur so ein bisschen Fluffy. Der sieht überdimensional lang aus. Ja, siehst du mal. Mein Schwanz ist überdimensional lang. Ja, ein bisschen soundy, aber das ist nicht so schlimm gewesen. Man sieht ein bisschen Rücken. Ne, das ist nicht so schlimm. Ich wollte mich gerade hinlegen, jetzt bist du live, weil. Ja, ich habe ein. Wenn ihr wissen wollt, wann ich live bin, könnt ihr auf keijo.de gehen. Das machen wir mal zusammen. Ach, nicht keijo.de, ist der Stift. Ich weiß nicht, ob das mal kommt. So, keijo.de. Ne? Wo habe ich hier Quomi-Maumi? Wenn ihr auf keijo.de drauf seid, ne, könnt ihr hier auf dieses Ding gehen, da ist der Streamplan. Der aktualisiert sich immer. Ja, Nico hat kein Discord, deswegen. Hi Ersa, na du? Dam, dam, dam. Heute spielen wir Mario und Luigi Partner in Time. Ist ja schon ein bisschen her. Und Ersa war schon vor dem Stream da ganz kurz oder hat gewartet und auf die Uhr geguckt und dann verschlafen anscheinend. Nein, Spaß, alles gut. Und ich habe neuen sehr fluffige Schwänze hier. Ja, Kitsune haben halt ein bisschen flauschiger. Niesen. Ah, genießt. So, ich werde jetzt erstmal mein Frühstück futtern. Mach das nur. Gönn dir dein Frühstücki. Ja. Welcher war das nochmal? Das war der Melon, ne? Die Melone. Die Melone. Rum. Genau. Hallo Mayonnaise, schön, dass ihr schon alle da seid, ne? Ich bin froh, dass ich so viele Leute hier schon habe. Jetzt schon nicht nur ein bisschen. Ja, der ist ein bisschen lang, der Schwänzle, ne? Ein bisschen lang. Aber so schlimm ist es nicht. Ich find's nicht so schlimm. Ich finde es nicht so schlimm. Dass das ein bisschen länger ist. Es hat erregt. Ne? Au aufgeregt, so. Es hat aufgeregt. Melon. Wusstest du, dass Conker Bad Fur Day eigentlich ein nettes Spiel sein sollte für kleine Kinder? Nee, glaube ich nicht, weil sonst wäre das nicht so mit Beleidigung und alles. Ja, alles gut, da fehlt was, ich weiß. Bin noch nicht fertig. Muss noch anpassen. Bam, 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 bam. Ich glaube schon, dass Conker's Bad Fur Day für Erwachsene angelegt sein sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwickler von Rare meinen, so, wir machen ein Kinderspiel mit Scheißhaufen, Beleidigung, mit Waffen und Tod und alles, glaube ich nicht. Anzeige ist raus. Hi, Scheidi! Was denn für eine Anzeige, Cutie? Ich freue mich auf Partner in Time. Haben wir ja ein paar Tage nicht gezockt mehr. Ich bin schon sehr geil drauf. Habe ich Bock drauf. Müde und hungrig und wie ist es bei dir? Na? Ihr seid jetzt schon so aktiv, das freut mich. Dass ich so viele Leute anspreche, ist so ein Segen. Oh Gott. Hallo, warum gehst du rein? Ah.
Genau, letztes Mal waren wir hier. Genau, beim letzten Mal haben wir ja hier diese Yoshis getroffen und die wurden von einem riesigen Yoshi-Typen oder irgendwas, keine Ahnung, was das war, gefressen. Und wir müssen den Typ aufhalten. Während wir zwei Babys auf dem Rücken haben. Ich verstehe nicht, warum man die Babys fighten lässt und die nicht einfach sagt, komm, Babys, bleibt mal zu Hause, wir machen das. Aber nein, die wollten die Babys mitnehmen. Ist schon sehr krass eigentlich, aber gut. So, wir gucken uns mal um. Es gibt ein paar Sachen hier, die man mit Wasser löschen muss anscheinend. Und da oben ist ein Gegner. Noch ein Gegner. Kommt runter. Ah, verdammt. Von 10 Games 9 gewonnen mit Bane Top Lane. Ja, nein, habe ich gesehen, Schalke. Mach mal mehr Ranked. Ich bin jetzt Platin 3. Ach, und übrigens, genau, habe heute mit meiner Family das neue Demon Slayer Mario Party Spiel gespielt. War ganz interessant eigentlich, hat Spaß gemacht. Ja, erste Runde habe ich gewonnen, danach mein Bruder. Genau, oh, 22 Damage mit Mario. Hui. Hallo, hallo. Aua, okay. Der kommt gleich runter, dann muss ich springen. Ah, okay, er kommt runter, dann springt nur einmal und dann. Ich kann echt lange warten eigentlich. Was? Oder auch nicht. Menschenskinder. Boing. Okay, er war tot. Mag kein Timing sagt, er war schon tot. Erstmal überlesen. Habe ich dich überlesen, QD? Ich guck gleich nach, ja? Nachdem ich ausgewichen bin. Roll ich mal kurz nach oben. Was? Wie? Damals, als das Spiel noch in Entwicklung war, hieß es noch anders, weil es aber gerade nicht wieder hieß. Aber damals war noch und man sollte damals auch als diese weibliche Form spielen. Meinst du Candy? Ja, vielleicht war das geplant und haben sie vielleicht doch was anderes gemacht, ne? Und ich finde es eigentlich gut, so weil es eigentlich mal lustig ist. Ne? Ich finde, die haben das Spiel sehr gut hinbekommen, sehr lustig gemacht. Was, der kann von hinten kommen? What the hell? Die werden auf jeden Fall auf Bart gehen. Also halt viel, generell. Weil Crit macht doppelten Schaden. Das ist richtig krass eigentlich, ne? Crit doppelter Schaden ist schon gut. Bart, mal gucken. Ah, 4. Die Geschwindigkeit muss ich mal bei ihm machen. Da können Sechse auftauchen, generell eine hohe Zahl. Wir kennen mein Glück. Wenn ich nicht hingucke, habe ich mehr Glück. Sag ich doch. Sag ich doch. Ey, Leute. In 2 Wochen bin ich wieder da, aber bleibt noch bis 18 Uhr im Stream, weil im Mai ja Feiertage sind. Kommt vielleicht auch schon wieder her. Ja. Bei uns ist jetzt jede verdammte Woche ein Feiertag, ne? Richtig geil eigentlich. Jede Woche ein Feiertag. Richtig gut. Richtig geil. Hammer. Gegen das nochmal. Genau so, ja. Ach, mit dem Hammer. Okay, Hammer kann er quasi ausweichen, Leute. Ah, okay. Okay. Oben gucken. Okay, ja, perfekt. Jawollo. Okay, ich habe langsam habe ich es raus. Ah, ja, dann keine Schulenausbildung. Oh, verdammt. Halt, stopp. Von hinten, von hinten. Okay. Dam. Von vorne. Er täuscht an. Oh, so ein Wichser. Der Antäuscher. Von hinten. Weg mit dir. Sollte es alle One-Shot sein? Ja, er ist tot. Und der sollte auch tot sein mit dem Angriff. Wegen den freien Tagen. Ja, genau. Ja. Die freien Tage gefallen mir aber. So viele schöne freie Tage zu haben. Da kann ich schön viel streamen. Außer Mittwoch. Mittwoch habe ich keinen Freitag, weil ich habe normalerweise. Habe ich auch immer mittwochs frei, weil man mittwochs frei hat und der Mittwoch auch ein
ein Feiertag ist, bekomme ich quasi keinen Tag frei, weil das dann nicht als Arbeitszeit zählt so wirklich. Schau, ich bin ein Pilatchen, Hallöchen und Waffi, geht's dir, Waffi? Wie geht's dir, Cutie? Freut mich, dass du da bist. So, einmal nach oben springen. Hier oben haben wir ein Monster und Paradaus Elixier. Und neue Gegner und Luigi! Luigi, nicht töten. Okay, ja. Wir haben schon gemerkt, dass der kühle Panzer scheiße ist eigentlich, ne? Ja, deswegen springen wir auf den drauf. Also so ein. Bam! Nee, hab ich nicht genommen. Hä, Alter! Das Timing scheint echt nicht einfach zu sein. Kriegt man das da? Und weg mit dir, jawoll! Mir geht's super, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Es gibt ein neues Artwork, Waff. Bist du eigentlich auf dem Discord? Waff, ich glaube nicht, ne? Oh nein, ist die Staffel! So ein Fiesi! Autsch, oh Gott, ich bin so schlecht gerade. Ich habe einen Stachel jetzt. Alter, das ist... Ich werde gerade nur getroffen. Am 3,5... Am 3.5. läuft mein Abo bei dir aus, Cage. Aber vielleicht schenkt mir ja wieder einen. Nochmal. Hey, Pox, wie geht's dir? Und Sound, du musst kein Abo unbedingt haben, ne? Mir reicht schon, dass ihr zuschaut. Das ist mir schon wichtig. Endlich mal getroffen, mein Gott. Nein, muss mich noch anmelden. Genau, nicht vergessen einzuchecken. Bei 100 Mal einchecken bekommt ihr nämlich einen Anhänger umsonst. Einen Anhänger, den es nur so zu bekommen gibt. Gibt es nicht im Shop, gibt es nicht verlost. Gibt es nur beim 100 Mal einchecken. Hallo Baumi, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Baumi. So, der ist tot. Noch ein paar Items und wir gehen wieder runter. Oh, warte, stopp. Da war noch was. Ich bin so blind. Er halt wegen den animierten Emotes. Animierte Emotes? Achso, ja, deswegen, ja. Das ist schon wichtig. Und keine Werbung. Das ist ja auch wichtig. An sich gerne, und dann geht es nicht, und es ist auch nicht so schlimm, wenn du keinen hast. Genau. Ich habe lieber mehr Zuschauer als mehr Zuschauer mit Abos. Ja. Oder weniger Zuschauer mit Abos, so rum. Weniger Zuschauer mit Abos. Genauso. Ja. Ich bin doch froh, dass ihr alle dabei seid. Da oben ist so ein komischer Ding. Wir gehen mal nach rechts zuerst. Und hier brauche ich Wasser. Bekomme ich hier Wasser her oder ist es nur... ich muss mal eben heilen, Leute. Ja, und Luigi hat auch eine Heilung abbekommen. Hey Alphonse, wie geht's dir, Cutie? Sind Angel und das Gute ist ja, dass man die Katzenminze auch so einlösen kann. Genau. Denn? Das ist eine Fähigkeit, die ich noch nicht habe. Anscheinend. Hey Mann. Und drauf da. Nein! Oh. Hey Aquila, danke für den Lurky, für Cutie. Dankeschön, dass du da bist. Wir machen jetzt mal auch Spaß im Panzer, auch wenn er nicht so gut ist. Gegen die aber könnte das ganz gut sein, wenn der sein Panzer versteckt und wir gut timen. War nicht schlecht, okay, war nicht schlecht. Habe ich gut getimed. So ein Vortäuscher. Der dürfte, aber nicht springen. Der dürfte tot sein. Jawoll. Außer Schwindeligkeit ganz gut. Oh, hoffentlich geht es bald besser, Cutie.
nicht Hammer. Mit Finger zittert, weil ich Kanalpunkte ausgeben will, aber ich brauche Postkarten. Ach, Nico. The Cutie. Bam! Weg mit dir! Ich liebe dieses Spiel. Woher kennst du es? Ich wollte einfach ein neues Mario-RPG spielen. Ich habe ja schon Paper Mario gespielt, 1 und 2. Kann man auf YouTube nachschauen, wenn man möchte. Auf YouTube ist alles hochgeladen. Und ich wollte unbedingt nochmal ein Mario-RPG spielen. Und hab mir ein bisschen eingefallen, es gibt Mario Luigi Teile, die habe ich alle nicht gespielt. Deswegen wird alles quasi blind sein. Und ich habe die Spiele noch nie gespielt, deswegen keine Ahnung, was abgeht. Und beste Voraussetzung da. Ja. Also ja. Ich freue mich mega drauf, das Spiel spielen zu dürfen. Es macht bis jetzt auch mega viel Spaß. Ich habe auch schon Bowser's Inside Story gespielt. Nee, habe ich nicht. Ich habe Superstar Saga gespielt. Superstar Saga. Kann man auch angucken auf YouTube, wenn man möchte. Getroffen. Kommt der wieder? Oh, auf deine Nuss. Ich mach Panzer. Los, Panzer! Ein Crit! Geil! Der ist down! Foxy, danke fürs Einchecken! Noch ein Panzer? Ich hab den Panzer, also komm mal. Panzer kann ich raushauen. Die sind eh billig. Bam, bam, bam. Oh, down. Okay, das war gar nicht so nötig. Egal. Tod ist tot. Lass es dir schmecken. Subway Sandwich. Oh, lecker, lecker. Njam, 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 njam. Ja, schon weggeputzt. Nur alles weggeputzt schon. Wow, das fand ich schlecht. Da habe ich jetzt gut gespielt. Level up, level up, level up. Oh, schade. Noch kein Level up für die beiden süßen kleinen Babys. Wird es ein paar Designs von deiner Postkarte auch als Kissen geben? Ja. Von deiner Post, das dann wahrscheinlich auch dein Peter Mod Gameo hat und ich, wenn ich mal wieder bei ihm bin mit Game Chill und habe dann das Cage und Kissen im Rücken, wäre schön. Zwei Schotter von Shanks. Ob ich die verschenke, weil mal gucken. Ne, ich muss ja Geld sparen. Für mein neues VTuber-Model. So, hier kann man die das Wasser holen. Moment, Moment, Moment. Aha! Aha, dafür ist das da. Hab mir Sushi bestellt, freu mich schon. Ui, gönn dir, gönn dir. Was ist mit der Super Mario RPG? Alle Mario und Luigi-Serien haben ich am liebsten gespielt und ich habe alle Teile. Ich habe alle Teile noch nie gespielt. Superstar Saga vor kurzem abgeschlossen. Jetzt Hardline Teil und danach kommt Bowser's Inside Story, glaube ich. Und wir werden natürlich alle zocken. Habe ich Bock drauf? Sehr viel Bock drauf. Ja, ein von den Footlongs reicht auch für den ganzen Tag. Stimmt. Ich wusste, dass es in drei verschiedenen Ländern auf der Welt in jedem Land einen der drei Teufelssünden gibt und ich bin einer der drei. Das habe ich noch nie gehört. Aber wenn du das sagst, stimmt das bestimmt. So, immer auf den Boden achten. Ihr könnt auch, Leute, bitte mir Bescheid geben, wenn ich irgendwo eine Bohne nicht gefunden habe. Auf dem Boden gibt es ja diese Kreuze. Und wenn ihr einen seht, bitte Bescheid geben. Sonst habe ich das nicht. Dann muss ich jetzt... Aha! Aber erstmal unten gucken. Erstmal unten gucken. Und den Gegner töten zum Beispiel. Sehr wichtig. Hallo. Greif mich an. Hallo. Dankeschön. Ich werde die nächsten Tage zwar den einchecken, aber ich bin danach wieder weg. Ja, sorry. Ich habe immer vielleicht vor, einchecken Punkte kosten zu lassen, damit man genau das nicht machen kann.
Ne? Wir haben Items. Weg mit euch, stirb! Angie! Danke fürs Einchecken! Ich habe nämlich überlegt, ob ich das so 500 Punkte kosten lassen soll, damit man nicht nur reingehen kann, einchecken kann, wieder abhaut. Damit man nämlich Punkte fahren muss. Habe ich mir schon überlegt. Bam, weg mit euch. Ich glaube, ihr habt keine Items, ich glaube, ihr seid aber nur generell stärker. Weg mit euch. Level up, level up, level up, level up, level up. Ach, schade. Die drei Teufelshütten sind die drei stärksten Anhänger des Teufels. Ich bin Teufel 01. Nein, du bist ein Süßi. Du bist nicht sowas. Sowas Böses. Du bist, wenn dann bist du einer der Anführer der Engel. So, los geht's. Was haben wir hier links? Ein Block. Mit zwei Pilzen. Da müssen wir wieder Wasser regnen lassen. Und hier Wasser reinspritzen vielleicht? Ah ne, da können die Babys reinlaufen. Moment. Oder auch nicht, okay. Trinken! Ach, danke schön, trinken! Danke für Eichenkraut, lieber! Hab ja schön Paula der Spezi bei mir. Yoshi's Island! Strandsprung Trainingsgelände! Wir können Männer mit Bärten Babysprünge trainieren! Ja komm. Brauche ich nicht wirklich gerade. Training brauche ich nicht. Ich bin Skill. Ich bin Skill pur. Das glaube ich nicht. Da müsstest du schon sehr böse sein und das bist du nicht, genau. Erstmal muss ich Wasser regnen lassen, bevor ich das machen kann. Und da es hier kein Wasser gibt, muss ich wohl Wasser von rechts mitnehmen und hier reinspritzen. Der Laufband-Button. Den habe ich weggemacht, weil ich Laufband privat nur noch machen möchte, nicht mehr im Stream. Und Reaction ist ja momentan auch eher im Hintergrund momentan. Also Reaction. Mal gucken, was ich das wieder mache. Ich guck mal, ob ich hier Wasser holen kann. Ja. Matti, danke fürs Einchecken, du Cutie. Wie geht's? Was sind aber süße Flügel? Das sieht sehr schön aus. Sehr, sehr süße Flügel. Dann mal gucken, ob ich das Wasser mitnehmen kann. Ja, aber kann ich nicht springen, ne? Ich kann nicht springen dann. Nalia, herzlich willkommen. Freut mich, dich zu sehen. Das ist jetzt knifflig. Ui, das ist aber auch süß. Ich werde mit meinem Model, mit meinem neuen Model übrigens, so wenig so Flügel haben. Wird da bekommen. Ich könnte hier drauf werfen. Kann ich vielleicht mit den Babys Wasser holen und die mit den Kindern hier drauf schmeißen dann? Ich bin 16 Zuschauer. Herzlich willkommen alle. Dankeschön, dass ihr da seid. Das freut mich. 16 Zuschauer ist für mich so eine große Zahl. Danke, danke. Freut mich. Das ist auch süß, Matti. So, können die tragen noch, wenn die Bauchlein voll haben? Nein, können sie nicht. Naja. Dann mal schauen. Bis gleich. Okay, ich komme nicht weiter, ne? Okay. Hängt Cage jetzt schon fest. Bis gleich, Soundy. Ey, meine Schulter! Wer saugt denn da meine Schulter? Soundy, wer denn? Danke für den Lurky Cutie. Wer saugt da meine Schultern? Wer war das von euch? Matti war das? Das weiß ich nicht, ob das als Flügel zählt. Wobei, vielleicht schon. Ah, hier muss ich die hochschmeißen. Ah. Und da, warte, warte, da. Ui, Bohne.
Wir drei Teufelsel haben verschiedene Fähigkeiten. Ui, das ist aber interessant. Oh, Da muss ich echt mit denen mal hoch. Ich häng fest. Fähigkeit rotes Feuer, Korruption, Feuer und, Erstarrung, Feuer und Psychokinese. Ui, Psychokinese also. Muss doch irgendwas machen. Yoshi's Island Strand Höhenforschungsgelände. Graben Sie sich unter dem Point durch und erforschen. Oh, okay. Vielleicht mal lesen. Ja, okay. Man kommt hier wohl durch. Okay, okay. Bam! Yoshi's Island, genau. Ui. Bam! Bam! Ach, verdammt. Warum alle auf Luigi? Aua! Okay. Ich will den Knopf und das los und fallen halt. Ich will mehrmals den Knopf. Das ist gut aus. Okay. Let's go! Auf einen Schaden. Aber das, ja, es macht einen guten AOE-Damage, aber irgendwo ist es auch nicht so gut. Vom Schaden her, ne? Aber es passt, um die immerhin zu töten. Ich mache auf einen Schaden, aber nicht so viel. Ist okay. Klar, es kann nicht zu OP sein, ne? Ist ja klar. Und stirb! Also die Babys haben die vier easy weggehauen. Luigi, no! Die letzten zwei Mario-Teile haben Nebenaufgaben mit Belohnungen. Ui, das freut mich zu hören. Und ich bin die Oberteufelsünde. Uiuiui. Könnte ein guter Clean-Up sein, nachdem du alle gekontert hast. Ja, genau. Da werden alle gekontert und danach kann man die gerade besiegen, genau. Das meinte ich ja, dass es trotzdem gut ist. Und vielleicht ein bisschen Bart, ein bisschen niedrig. Ah, wobei nur 1-2er. Auch Geschwindigkeit. Ja komm, Geschwindigkeit, das sind halt sehr hohe Zahlen. Wenn wir das boosten, sind die anderen ein bisschen besser, glaube ich. Nicht hingucken. Ah, eine 3. Ja, war wohl eher scheiße. Ich habe mir gerade eine kleine Geschichte mit Ausläufe Cage. Ui, dann zeig mal her. Müll. Müll. Alles Müll. Verteidigung. Ach, plus 3, das war gut. Ist doch gut. Da waren auch 1 inzwischen, deswegen ist 3 sehr gut. Okay. Sehr gut. Okay. Die zwei Babytiere machen schon gute Sachen. Warum mache ich keinen Erzangriff? Ach man. So, hier machen wir ein. Ja, komm, doch mal, komm. Doch mal. Nein. Das war echt scheiße von mir gemacht, aber egal. So sehen wir aber, das ist gut gegen die Gegner, weil dann sehen wir, wer stark hat, wer nicht und so. Und mein Konter war gerade richtig scheiße. So, finishen wir den. Mit Mario hüpfen auf den. Ich muss das Timing stimmen. Jawohl, jawohl. Und der dürfte sterben mit Timing. Komm. Oh. Ja, finishen wir den mit dem. Und mit Mario da oben. Dann passt's. Oha. 39 Crit. Luigi Level Up. Schade. Die Geschichte heißt Cage in die Nacht des Blutmondes. Ui. Ich glaube, ich habe zu viel gegessen. Ja. Ich hoffe. Also gerade bewege ich mich da oben. Ich frage mich halt, ob ich das... Stimmt, ich wollte da oben die nach da unten machen dafür, ne? Moment mal.
Das ist das Falsche. Top Bits, Angie mit 42.000 Bits. Top Tipp war Manu. Ui, Manu. Okay, bei Manu ist momentan sehr, sehr beschäftigt. Der ist momentan nicht dabei mehr so wirklich. Er hat ja momentan sehr viel um die Ohren mit seiner Prüfung. Nalia und danke für euch, Kraliwacken. Das machen wir ganz kurz. Ich muss mal gucken. Das ist auch nicht. Das auch nicht. Model. Hier, das da. Ich wollte mich hier unten hin machen. Ich kann schon mal darunter machen. Und dann muss ich später nach dem Stream dieses Ding da oben hier runter kopieren. Damit die weißen Dinger da sind. Aber ich kann das schon mal machen, deswegen ist das ein bisschen da unten. Ja. So, jetzt muss ich gucken, was genau an aufkommt. So. Dann mache ich es mal so. Mach mich ein bisschen tiefer, weil das Bild ist ein bisschen klein. Warte mal. Falsch. Das hier. So. Und das hier. Guck mal. Ja. Ein wunderbarer Hi-Puffi, wie geht's dir? Wenn die Puffi. Ja, ich finde so besser. So ist besser. Ich muss dann später nochmal als anpassen, das Overlay. Aber komm. Komm, so viel Arbeit ist das gar nicht. Wir machen das schnell. Wo habe ich YouTube-Zeug. Und wo ist Overlay? Panel. Welches nutze ich da gerade? Layout. Panel. Das Ding hier. Ich muss. Mir geht's auch gut, dankeschön. Ich muss nur schnell runter copy pasten. Ist ja kein Ding. Ist ja kein Akt. Ich muss ein bisschen kleiner machen. Na, so 90%. Oh, weil passt schon so. Dann muss ich das ein bisschen nach oben ziehen. Und das hier. Dann rapst gleich, Leute, keine Sorge. So. Auch mal rauslöschen. Nämlich gleich. Dann mache ich mal On-Stream jetzt. Ich bin eh immer spontan. Zack! Jetzt muss ich noch daran anpassen. Die haben ja gute Musik, die uns unterhält. Genau. Die gute Musik unterhält euch. Ich bin Nebensache, ja! Moment, ein bisschen anpassen hier. Viel zu viel Zeug hier drin. Hier, ne? Ja. Ah, scheint schon gut zu klappen eigentlich. Kann ein bisschen größer. Noch ein bisschen größer.
So sieht gut aus. Und das Ding hier noch. Dann haben wir es da unten. Das ist, glaube ich, besser. So. Passt doch erstmal. Weiter geht's. Hier ist Wasser. Oh, ey, warte mal. Erstmal genau untersuchen hier alles. Ach. Hallo? Mach doch. Jetzt. Und durch die Röhre. Bam! Wunderbar. Erstmal hier ist das da hier. Oh, noch mehr Münzen hat eine. Noch immer noch ein Kreuz. Ein Kreuzi-Meizi. Okay, hier gibt's gar nichts. Danke für die Jetpacks, Waffi. Waff, waff. Coin. Teil 2. Sie erblickte vor ihnen einen dunklen Rauch, der immer roter wurde. So. Oh. So, wieder raus hier. Wir haben alles erledigt. Und den Rest müssen wir jetzt mit Mario und Luigi machen. Von da aus, glaube ich. So, let's go. Und dreh. Was? Oh, zu weit. Ach, Nico. Ja, gut, komm. Wir lesen es mal vor. Es war eine ruhige Nacht. Peichi und seine drei Anhänger, Angie, Gamey, Kurumi, gingen durch einen lang verlorenen Wald, der noch vor der Zeit war, als die Teufel über die Welt herrschten. Peichi dachte sich nicht Böses, als er mit seinen Anhängern durch den Wald ging, doch dann geschah das was Schlimmes. Bestens und selbst. Mir geht's auch gut, danke schön. Sie erblickten vor ihm einen dunklen Rauch, der immer roter wurde und dann plötzlich nach oben in den Himmel schoss und den Mond rot färbte. Die Teufel kamen aus der Hölle, als der Blutmond erschien, und Kälte und seine Anhänger waren erschüttert, als sie das sahen. Sie wussten, dass die Lage ernst war. Im Himmel tauchten plötzlich eine Gestalt auf. Es war 1201, auch bekannt als Nico. Ja, aber mehr Fortsetzung kann man später machen. Ich will jetzt nicht meinen Stream damit füllen. Dankeschön. Hi, Scheib, wie geht's? Also, ich sehe es nicht. Ach, Teilstupsi. Ey, ja, ist dein Ding. Punkte verschwendet. dass man das nicht sehen kann, jetzt ist jetzt normal. So. Ist das Punkt Nummer 1 aktiviert? Nee, stimmt. Das ist das blaue. Der blaue Block ist da. Stimmt. So rum. Bonky, bonky, bonky. Ja, es sieht bei den Teilen halt nicht. Aber das Spiel hat halt zwei große Bildschirme, die wichtig sind. Das geht noch, genau. Aua. aua. Komm runter! Let's go! So ein Vortäuscher. Boing. Dicker Damage. Bam! Stirb! Bam, 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 bam. Sehr schick. Er flüchtet! Was für ein Typ! Der haut einfach ab, der Noob! Er hat Angst vorm Tod! So ein Loser. Greift mich an, um mich töten zu wollen. Das ist ja auch so ein Doppelmoral-Ding, ne? Die Mörder wollen welche morden, so rum. Aber selber sterben wollen sie nicht. Da betteln sie dann rum. Naja. Auch so eine komische Sache, ne? Ey, hallo. So, jetzt. Bam, Bohne. Dankeschön. Mmh.
10 Münzen. Immer schön. Ich brauche wieder Münzen, weil ich habe sehr viel eingekauft das letzte Mal. Und ah, hier muss ich das Wasser einstellen, wie das sich dreht. So, so, so und so. Ganz einfach. Achso. Bam. Das ist gar kein Problem, Leute. Oh. Wasser mitnehmen. So, jetzt. Bam. Puzzle Master Keicho, natürlich. Das war ja sowas von offensichtlich, was man hier machen muss. Der blaue Block erscheint. Ja, ihr seid so süß, Leute. Let's go. So, was da, ab zum blauen Block nach oben. Und dann mal gucken, was sich in der großen Röhre befindet. Vielleicht eine große Yoshi-Presse. Hat da gerade einen Stapler rumgehauen? Nee, okay, ich dachte schon. Ein neuer Gegner. Bam, 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 bam. Doch, Nico, du auch. Nico auch. Stirb. Mit einem Crit. Perfekt. Aua, ja. Richtig so. Oh. Ups, das wollte ich nicht. Man kann hier runterfallen, Leute, aufpassen. Die Nickbruchgefahr. Nicht immer schlecht von dir reden. Genau, genau. Hier ist nix, ne? Hier ist gar nichts. Ne? Los geht's! Ich finde das schon süß mit den Kindern. Schon süß gemacht eigentlich. Oh, speichern halt bei Bossfight. Sollten wir uns heilen? Eigentlich geht uns noch relativ gut, ja. Bis auf Luigi vielleicht, der kann Pizza tragen. Nicht, dass die beiden alleine fighten müssen, so random und dann sterben. Gibt ja direkt. Wäre nicht ganz so geil. Was haben wir hier? Aha. Bam. Dass man auch nicht nach links geht, erstmal hier nach oben gucken. Weg. Ich brauche nicht. Aha. Wer ist da denn? Putzt der hier Steine oder was? Ah, es kommen so ein paar Sachen, die nur mit Luigi und Mario machbar sind und. Schade. Hier, bei den Erstangriff machen ist schon schwer, aber kann man schaffen. Oh Gott. Bam, badam, badam. Haha. Habe ich ihn ausgetrickst. Nicht schlecht. Und bam. Oh, 44er Crit. Sehr nice. Also Crit ist in dem Game echt gut. Weil Crit wirklich ein Crit ist. Und nicht nur so 3 Damage mehr. Oder 2. Also ich wollte eigentlich noch nicht weitergehen. Warum? Sind nicht alle Sachen im Spiel nur mit Mario schaffbar? Ich gehe erstmal hier lang. Ich höre nochmal meine Kinder wieder. Und wir gehen erstmal unten dann gucken. Weil da oben geht's weiter, anscheinend. Danke für Eichenkrauli-Kopie. Oh, sieht man auch nicht. Moment. Momentchen. So, machen wir so. Und weg mit. Oh, mit Luigi. Okidoki. Oh nee. Timing verkackt. Ah.
Ah, okay, I see. Und bam. Und die wird ein Hammer. Aua, mein Po. Hier, auch mein Po zu durchlöchern. Mit einem dicken Stab. Sind nicht alle Sachen in dem Marsch. Achso, hatten wir schon. Oh, Noah ist ein Cutie, das stimmt allerdings. Das stimmt. Na komm. Heilung muss raus. Immunpilz? Pilz. Nix, nö. Ja. Komm doch. Nimm dich raus. Boah, die sind ein bisschen antäuschen, ne? Ist schon sehr fies gemacht. Oder mit dem Grit wird er noch nicht ganz verdammt. Aber jetzt. Ach, komm. Ich frag mich, ob er das irgendwie sehen kann, bevor der antäuscht. Vielleicht muss man das Antäuschen einfach auch nur abwarten. Ein bisschen länger abwarten. Naja. So, einmal hier hoch. Boing. Ah, man, die kommen da hoch, indem man die da runterschmeißt. Okay. Stirb. Alles Cuties. Und das Wichtige ist, ihr seid meine Cuties. Bam. Und auf den Kopf springen. Er haut auch natürlich wieder. Man muss ihn wohl als Erz töten, damit er nicht verschwindet. Ja. Damit ich die XP bekomme. Naja. Und hier haben wir nochmal die Attacke. Ja, die kommen nach oben, okay. Dann habe ich jetzt aus Versehen Mario und Luigi ohne die gelevelt. Naja, passiert mal. Waffi, mwah, the cutie. Ja, mit meinem neuen Model, Leute. Mein neues Model. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, das ist zu sagen. Eins der besten in YouTube Deutschland. YouTube Deutschland, so. Oh Gott. Der hat mich direkt für die Aussage kritisiert. Hast du gesehen? Direkt hat er mich kritisiert damit. Instant. Geschafft. Ich meine, mein Model wird ja auch ziemlich teuer. Ja, ich freue mich schon aufs neue Model. Ja, aber es wird ein bisschen dauern noch, weil die Wiggerin hat jetzt Zeit, 10. September. Sie braucht so circa anderthalb, zwei Monate. Also ich denke mal so Ende November fällig sein wird. Nee, stopp, falsch. Oktober, Ende Oktober fällig sein wird und dann November das kommt. Aber man kann schon vorher sehen, ich mache ja quasi mit Retweets auf Twitter, kann man dann öffnen quasi, ne? Werde ich bis zum neuen Modell noch hier sein? Das ist deine Entscheidung. Ihr könnt so lange hier sein, solange ihr euch hier wohlfühlt. Ne? Und wenn ihr euch nicht mehr wohlfühlt, dann ist es halt so. Aber ich freue mich immer auf euch. Ja gut, Ding will Weile haben, lieber ein gutes Produkt später als ein pünktlich dabei hingehen. Genau so meistens auch. Wobei die lange Wartezeit auch an der Wartezeit liegt, so gesehen. Du musst dir vorstellen, mein Model wird in 2 Monaten circa, vielleicht auch 3, fertig gezeichnet. Und dann dauert es noch so 2-3 Monate, bis die dann quasi anfängt mit dem Wiggen. Aber das freut mich überhaupt zu hören. Oh, das freut mich zu hören, cute. Halt, wieso ist jetzt hier wieder so ein...
muss ich nicht hier hochwerfen. Ah, ich muss oben mit Luigi das Ding drücken. Okay. Ruf zum Decken-Burrito voll. Zum Burrito. Oh, lecker. Kann man die, kann man überhaupt jetzt essen? Nam, 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 nam. Na. Weißt du, Leute, ich mache hier alles für euch meistens. Ich finde das einfach so süß, wie wenn ihr immer hier bei mir seid. Ich wollte nicht weiten, egal. Ich finde es immer so süß, wenn ihr dann immer hier seid bei mir. Und dann möchte ich einfach immer mehr machen für euch, mehr machen für euch, mehr machen für euch. Mehr Artworks, mehr Verlosungen, mehr Sachen im Shop und sowas. Ja. Aua! Nicht mit der dicken Rolle, mein Arsch. Wobei, vielleicht doch. Oh, ihr Papa! Oh, nee! Mein Timing ist gerade Arsch. Hä, hey, ich mach aus dir ein Deckenburrito. Ui, was machst du da mit mir, hm? Wenn ich ein Burrito werde, was machst du da mit mir, hm? Mario bekommt Level 11! Und mal gucken, was wir ihn reinzimmern können. Auf keinen Fall, auf vielleicht. Ah, sieht gut aus. Auch nicht ganz so schlecht. Ich könnte das hier riskieren. Ein bisschen Bart. Verteidigung sieht aber nicht schlecht aus eigentlich. Mit 6er, 2er, 4er, zwischen 5er. Okay, Verteidigung. Nicht hingucken. Oha! Gute Entscheidung, gute Entscheidung. Plus 6. Ui, das ist, ne, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Luke! Hallöchen, Cutie! Oh, der Gott Renzi will euch alle in einem Deckenburrito machen. Ist doch nicht schlimm. Deckenburrito sind lecker. Oh, KP sieht sehr gut aus. Angriff sieht auch gut aus. Dann machen wir doch Angriff. Nicht hingucken! Ich bete zum Katzengott. A3. Katzengott hat eine 3 gegönnt. Immerhin. Besser als eine 1. Luigi! Ich dachte, hier geht's weiter. Egal. Ach, hier. Hier. Oh, da können die Babys reingehen. Ui. Luki! Moin. Da können wir rein, als Babys. Und auch die dürfen fighten. Oh. Mann, mein Erstangriff. Stimmt, ich muss den Erstangriff eigentlich mit dem Hammer machen, ne? Weil der stunt ja auch mit der Chance. Siehst du? Stun. Übrigens kann ich das neue Nintendo-Spiel empfehlen. Dieses Demon Slayer Mario Party Light. Sieht echt gut aus. Also ich habe das Spiel heute. Und hat schon Spaß gemacht. Kann ich empfehlen. Auf jeden Fall. Oh, verdammt. Bam. Bam. Und stehe. Keiner entkommt mir weltweit nicht. Jeder. Keiner entkommt Fuffi. Ui, Level Up. Zahl. Aber die hatten gerade eben erst eins, stimmt, ne? Die hatten doch erst eins gehabt. Da wäre noch ein Level Up ein bisschen zu viel. So, wieder nach oben gehen. Boing. Ui, nochmal Gegner. Komm her. Wir müssen alle. Ich fand alle Gegner einmal. Ist ja auch vom Spiel so gewollt eigentlich. Weil so sind bin ich nicht unterlevelt. Oh Gott. Auf jeden Fall Bossblume. Oh nee, ich bin so dumm. Das trifft eine Bodengegner. Nein. Das trifft eine Bodengegner. Ich bin so lost. Ah. Richtiger Fail. Und ich strecke mich voll im Drücken an. Mein armer Finger. Ach Mann. Alles daneben gebaut.
Danke für euch, Kralli Luki. So, komm runter. Bam. Bam, 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 bam. So. Hey, du bist so ein Antäuscher. Oh, ich hasse dieses Antäuschen. Oh, ich muss heilen, ich muss heilen. Ich muss ihn heilen. So. Angie, komm zurück. Das ist auch wie bei Paper Mario. Und genau deswegen möchte ich es ja spielen. Weil Paper Mario echt nice ist. Genau deswegen spiele ich das ja hier gerade. Also nur also Paper Mario 1 und 2 sind gut. Alle danach sind eher meh. Geht doch endlich. Okay. Ich muss mich konzentrieren beim Kontern. Bär! Haust du ab, hä? Na, er haut nicht ab. Er bleibt bis zum Ende. Jawohl. Wie skillig. Darf ich bitte gehen? Achso. Naja, das Mario Wonder war aber mega. Ja, aber das ist ja kein RPG-Game. Mario Wonderland. Das ist auch was anderes. Ne? Ich rede jetzt nur von den RPG-Games. Angriff! Bitte eine 6. Bitte eine 6. Nicht hingucken. Eine 2! Nein! Oh, aber besser als eine 1. Ne, immerhin. Besser als eine 1. Geschwindigkeit ist so krass, ne? Okay, dann Geschwindigkeit. Eine 3. Ach man, da waren so viele 4er und 6er und 5er und 100er. Und 1000er waren da auch zwischen, glaube ich. Und ich war eine 3. Bis zum nächsten Mal, Puppi. Danke, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du kommst mal wieder vorbei. 1 plus 1 gleich 4 ist auch gut. Ja, dann ist Puppi, Puppi. Gleich von hier aus. Bonk. Ja. Das war sehr gut. Das war gut kombiniert von mir. Alles gut, Luke. Hast nix, falsches geschrieben. Hab's durchgehen lassen. Ja. Ach, mit Luigi. Aber egal. Ui, so viel Damage. Und er stirbt. So. Und du bist auch tot, tut mir leid. Aber ich habe keine Gnade. Lady Fuck. Ja. Mhm. So. Ah, schade. Erstmal Krebs sind eigentlich geil, aber man kann sie nicht immer haben. Ist schwer. Den finishen wir. Finish him! Und was mit dem Typen? Ah, da kommt direkt runter, perfekt. Den finishen wir auch. Oh, oder auch nicht, mein Gott. Ah, der macht der hebt seinen Schwanz nach oben. Gar kein Problem. Ja, hallo. Achso. Bonk, bonk. Einmal bonk den Typen. Nein! Oh, so schlecht. So schlecht. Stirb! Und jetzt töten Dix! Es regnet! What the hell? Was macht er jetzt? Er heilt sich, als ob er sich heilt. So ein. Hier. Er heilt sich um einen Hammerschlag. Viel zu OP, der Dude. Oh nein, verkackt. Ach du Heilige. Bam. Bam. Und weg. Regen. Ja, er hat sich einfach geheilt mit Regen. Regen, Regen. Oh Gott, direkt der nächste Gegner. Sollen wir das mal ausprobieren?
Drücke den Knopf und lass ihn los, um feine Eier zu kicken. Okay, also gedrückt halten und also, probiert's mal aus. Ah. Oh, oh Gott. Oh, 12 Schaden direkt. Probier's nochmal. Zum Üben. Ein bisschen zu spät gedrückt, glaube ich. Oh, Alter, ist das schwer. Alter. Muss nochmal machen. Oh nein. Erstmal heilen vielleicht. Erstmal heilen. Heilen. Luigi. Doch. Noah, was? Noah. Popo-Pieks. Genau, sogar Popo-Pizza. Ein Popo-Stecher. Nochmal. Jetzt aber. Gar nicht so einfach. Oh, das war zu früh. Alter. Und jetzt heilen die sich auch noch. Ja, jetzt vergiftet. Okay, nochmal. Ich muss ja üben. Ich muss ja üben. Okay. Okay, ich hab's. Wenn er oben aus dem Bildschirm rausgeht. Nein, ich hab schon gedrückt. Ich sollte beide drücken, aber hey, komm. Immerhin kleine Verbesserung. Wir finishen jetzt den da unten. Weg ist weg. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oh Gott, das steht da wieder. Ich heile Luigi mit Luigi, weil Mario mehr Schaden macht. Keine Sorge, ich hab nicht vor, Luigi sterben zu lassen, weil sonst bekommt er keine XP. Und das will ich ja auch nicht. Hm, der macht einmal mehr Schaden, what the hell? Stier! Na, nicht ganz. Aber Luigi kann ihn jetzt finishen. Der heilt sich wieder! Ein Heiler. So ein Hacker bist du. Stirb! Jetzt aber. Weg mit dir. Bam! Nico fängt schon so an wie Makuta. Kenne ich nicht. Fett dunkle. Dunkle Magie auf Angie ein. Du willst dunkle Magie auf den dunklen Angie einsetzen? Ui. War ich da schon oben? Mal gucken. Nee, war ich noch nicht. Bonuszeug! Ich mag Bonus. Und Erdangriff. Oh nein! Euch gerne bei Göttin im Stream. Es gibt auch ein Artwork, wo er. Alter. Eins. Auch gern im Stream. Es gibt auch ein Artwork. Okay. Das verstehe ich nicht. Ach, oh nein! Ach, nein. Auf die immer Hammer. Ja! Dank. Stirb. Hammer Attack! Egal. Guckt es nun. Okay. Lieber spät springen und dafür nicht getroffen werden, statt getroffen zu werden und verkackt. Ein Paradox-Ei! Scheint ein sehr starkes Item zu sein. Muss ein bisschen üben. Ein bisschen üben muss man. Mist, Zipper zieht sich weg. Ui. Ah, erstmal lieber heilen. Mit beiden. Und vielleicht mit Mariluigi auch. Was soll der Geiz? Ups, einmal zu viel. Verdammt. Egal. Hat er sich verdient.
Warum dreht er sich um? Okay, auf ihn ein Hammer. Jawohl, richtige Entscheidung. Hier! Jetzt schön mit dem Hammer, mit dem Sprung drauf und ihn auch mit dem Konter töten kommen. Konter, Konter. Jawoll, ey, läuft doch. Lucky. Bam. Bam, bam. Kanonen, ui, das ist eine starke Attacke für den Boss. Ach, und damit sind wir da oben, okay. Damit sind sie da oben angekommen. Und das Ding bewegt sich. Oh ja, hab's geschafft. Und rein in die Höhle. Ich hoffe langsam ein Boss. Ich hab Bock auf Bossfight. Danke für die Jetpacks. So, speichern. Und let's go. Setz Unsichtbarkeit ein. Oh, Baby Bowser! Also Prinz Baby Bowser. Er verschluckt. Ich sterbe gerade. Hilf mir. Oh, lecker. Nichts geht über ein paar Kekse und böse Milch. Zuerst fand ich es etwas unheimlich, in dieser Geisterstadt herumzuhängen, aber hier gibt es so leckere Kekse und so viel Milch von Pamboys. Ich will alle Kekse haben. Ich will auch Kekse! Ah, nicht die Babys schon wieder! Was macht ihr Deppen hier? Aha. Ihr seid mir bisher gefolgt, hm? Wollt ihr etwa meine Kekse haben? Wie? Nicht nur den Schatz? Ihr wollt auch noch die Kekse? Beides, ja, wir wollen beides. Ihr macht wohl Witze. Horny. Ihr habt den Schatz zuerst gestohlen. Oh mein Gott, die Kinder fressen jetzt die Kekse weg. Also seid ihr hier die Bösen. Bäh. Daher bleibt alle dieses Zeug meins. Die Kinder fressen doch alles. Dies. Und das auch. Die Kek. Ihr Windelpupsang. Mit Bowser, beruhigt euch. Kein Wunder, dass er so geworden ist, wie er ist. Wenn in der Vergangenheit ihn alles weggemampft wurde. Überlasst diese Gelichter mir. Unternehmt inzwischen einen Spaziergang eurer Hungrigkeit. Nichts kann man hier alleine machen. Immer muss man alles selber machen. Ihr Lümmel. Habt Glück, ihr habt Kekse klar und wer macht das dann, hä? Das nächste Mal macht euch fertig. Oh, na gut, komm jetzt. Ich geh, gut mal Sport machen. Puh. Ihr Kerle macht mir wirklich noch einen Panzersprudel. Ich werde euch die Barthaare einzeln ausreißen und dann essen. Und daraus Kekse backen. Lecker, lecker. Aus Barthaaren Kekse backen? Ich weiß ja nicht, Kamek. Haradaus. Wir versuchen es doch mal. Was? Wieso schlecht? Ich bin so kacke. Oh lol, dankeschön. Der wird mich niemals erraten, wer ich bin, der richtige. Was? Muss ich auch gar nicht machen, aber eine Feuerblume. Und dann passt das schon. Oh, ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Nein, was mache ich da? Luftgegner. Was ist da unten links? Egal. Aua. Mann, bin dumm, schlecht. Oh nein! Immerhin.
Oh nein! Jetzt habe ich vergessen, wie zu tun. Was nicht, was ich über der echt dunkel. Die Fliegenkürte, ja, habe ich auch gesehen. Ach Mann, ey. Oh, verdammt. Jetzt habe ich mich erschreckt. Oh. Mann! Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Okay? Okay. Oh nein. Jawohl. So, wer ist der echte von euch? Der? Nee. Mann! So ein Pech aber auch. Okay. Jetzt stirb endlich! Haha, dein Besen ist weg, hä? Ich weiß doch gar nichts mehr, du Baby. Du Baby-Kamek. LOL, er hat sich jetzt angezündet. Oh Gott. Okay, alles klar. Hätte springen sollen. Das war jetzt, überraschend. Oh, ein toll, krass. Mua. Ah, oh, okay, okay, okay. Nicht springen, sondern Hammer. Okay. Angel hier, Kim Duke, vielleicht solltest du darauf achten, auf wenn du die Bälle zurückschmeißt. Oh, mach das. Ist das nicht random? Okay, okay. Ah, jetzt können wir wieder fliegen anscheinend. Um ehrlich zu sein, kann ich gleich drauf achten, weil... Verdammt. Ich muss gleich mal drücken. Weil ich habe schon genug damit zu tun, das überhaupt auch abzuwehren. Und das ist schon zu schwer für mich. Ja. Ich habe hier zwei Heilungen. Okay, der da hinten. Okay, okay. Der da hinten dann. Yo, der Hit! Okay, dann der da oben. Okay, let's go. Oh nein! Mach ich da. Wie kann ich den verkacken? Das Timing. Ich erschrecke mich immer, wenn die Antikarons abhauen. Ist schwer für mich. Er ist tot. Ich helfe. Ja, danke schön. Danke die Hilfe, Lu. Dank dir habe ich es geschafft. Ultra-Tau, ui. Der als einzige Schaden bekam. Ja, ja. Hallo? Mit dir reden? Ah, mein armer Rücken. Ich bin doch schon so jung. Ah. Arme, der Arme, ja. Ja. Weißt du, er hat schon mit diesem komischen Kind da genug zu tun und muss noch gegen Mario und Luigi kämpfen. Boah. Gegen beide. Gegen Baby Mario und gegen Mario und Luigi. Durchgewurf. Er muss kotzen, oh nein! Ah, unglaublich, eine blöde Sackgasse, Mann! Du kommst jetzt her und wir machen dich fertig. Ihr Pilzfresser! Ah, hier! Ihr frisst meine Kekse, na schön! Dann fress ich deinen Schatz! Am nam 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 nam, schmeckt die Käse! Nom. Wow, voll lecker. Mm. Hey, was soll das? Lass los, Mann. Aua. Danke für euch, Kreuzwurf. Luke, danke für die 20, 25 Bitties. Dankeschön, Luke. Luki. Okay, danke schön. Luke Shooty. Danke für die Unterstützung. Oh Gott, da oben ist er. Da oben ist der dicke Typ. Also, hier bei mir war mir da oben. Guck mich mal weg. Nein, oh Gott. Dankeschön, Luki. Oh nein, er wird gegrillt, als ob. What the hell? Die machen den viel gefährlicher, viel größer.
seine Stats wurden verdreifacht. What the hell? Wie sollen wir die, wie sollen wir die besiegen? Seine Zunge ist dreimal so groß. Alarm, wo ist Amerika? Die schießen doch gerne auf alles. Ja, die wird schon. Oh nein, ich bin wie Bowser. Oh Gott. Oh nein, jetzt auch noch wir. Okay, es kommt wahrscheinlich wieder eine Inside-Story. Du bist süß in der Chat auch. Du bist auch ein ganz süßer Mann. Ich bin froh, dass es euch hier wohl, dass ihr euch hier wohl fühlt. Ist das Pinocchio? Das ist Pinocchio, ja. Mama, Hilfe, Mama. Wir wurden gefressen. Wir sind doch keine Kekse. Du hast recht, weil du siehst aus, sag ich natürlich. Nico. Weck Mario auf. Mama. Oh, Kekse, er hat noch welche. Stimmt, die hat das für sich geklaut eigentlich, aber... Thank you very much. Ich vermute, dass wir uns in der Magenkammer der Bestie befinden. Der kleine Bowser und sein Bauch voller Sternsplitter sollten hier auch irgendwo sein. Ich schlage vor, wir suchen ihn und verschwinden so schnell wie möglich wieder von hier. Bevor wir verdaut werden, ich möchte nicht als Keks enden. Luke, danke für die 75 Biddies. Danke schön, Cutie. Ja, danke schön, danke schön. So, mal gucken. Mal gucken, was das auslöst. Ah, Yoshi! Was machst du hier? Schieben! Schieben! Wenn ich den nur rollen könnte, hätten wir schon einen Fluchtweg. Aber allein schaffe ich das auf keinen Fall. Ich bin hier seit 10 Jahren drin und ich esse sein Essen. Mir scheint, dass sich uns eine Passage eröffnet. Wenn der Stein durch das Loch gerollt wird, dann vielleicht noch weitere Yoshis hier drin zu finden. Ich schlage vor, nach ihnen zu suchen. Natürlich, weil. Ach, stimmt, ja. Hier sind ja ganz viele Yoshis drin, weil er frisst die ja, ne? Es sind ganz viele Bohnen, Leute. Ganz viele. Zwischen die Augen. Mua. Zwischen die Augen ist immer so viel. Wie viele Bohnen hier sind. Die sollte man echt nicht verpassen, weil hier sind echt eine Menge. Also wirklich, what the hell? What the hell? Wenn man die verpasst, hat man eine Menge verpasst. Also wirklich. Ist ja alles voller Bohnen. Alle sind süß. Wenn ich das sage, stimmt das auch. Mhm. So, erstmal heilen. Wie umsonst. So, es gibt verschiedene Wege. Wir fangen unten an. Ganz unten. Und arbeiten uns vor. Hilfe! Alter, was willst du von denen, hä? Moment mal, ihr da, Babys. Was wollt ihr hier? Was passiert? Wo ist er hin? Diese Türen sehen aber NSF aus. Irgendwie schon, gell? Ja, Cash hat recht. Ja. Und gleich Pups-Konzert. Auf jeden Fall Pups-Konzert. Wie viel Leben hat der eigentlich? Bestimmt eine Menge.
Bam! Er steht noch. Oh Gott, okay, das Ding kommt doppelt an. Der hat eine Menge Leben. Ah, jetzt ist er tot. Der gibt wie viele XP? Oh, das ist eine Menge. Das ist eine Menge XP. Oh, der Yoshi. Danke, Yoshi. Wie? Flucht? Wahrscheinlich gibt es in jedem Raum eine. Kann ich irgendwie Mario Luigi hochholen? Da müssen das die Babys alleine machen hier alles. Und ja, die sehen schon ein bisschen... ja. Aus. Bestimmt nicht mit Absicht. Hundertprozentig nicht. So, ich verstecke mich jetzt mal wieder vor denen, die mich immer knuddeln wollen. Versteckt sich in Kellos Haaren. In meinen Haaren will sich verstecken. Müssen wir wirklich alleine kämpfen? Mit den Babys? Oder habe ich gerade übersehen, dass ich mit Mario und Luigi auch irgendwie hochkomme? Ja. Okay, das ist schwer. Okay, wenn er springt, nicht ausweichen. Oder? Mal gucken. Nicht ausweichen. Ausweichen? Ja. Genau. Wenn er springt, ausweichen. Nicht ausweichen. Wenn er nicht springt, ausweichen. Ist easy. Ein Labyrinth hier oben, ja. Am mit total vorbeigegangen. Das Spiel gab es auf dem DS oder wo? Auf dem DS, genau, ja. Auf dem DS-Teil gab es das. Panzer-Attacke! Immer nur zwei pro Angriff, ist ja läppisch. Na, passt. 17 Schaden. Und stirb. Bam! Ah, immer noch nicht. Easy. 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 Okay. Danke für euch, Krali Wapping. Fantasy Live und Oasis und ich habe ich geliebt, by the way. Könnte ich auch mal wieder ausgraben, hab den im Schrank liegen. Kenne ich gar nicht, die Teile. Wo ist überhaupt der Ausgang oder bin ich hier jetzt gefangen? Du bist in meinen Haaren gefangen. Da gibt es keinen Ausgang. Nie wieder. Ich muss doch irgendwie hoch. Ah, hier. Hier bekomme ich die hoch. Na, endlich. Ich komme noch irgendwie... ah, okay, I see, I see. I see what they want from me. Ja, falsch, falsch, falsch. Hallo. Noch blau, einmal gelb. Wunderbar. Ui, dann öffnet sich die Schleimhaut. Was haben wir hier Schönes? Erstmal nach rechts gucken. Ah. Ganz viele Farben. Wie muss man die machen? Moment. Blau, grün. Ich stecke hier, glaube ich, gerade nur dumm. Der Fuck muss ich denn hier tun? Oh. Oh. Okay. Easy. Grün. Rot. Blau. Rot. Grün. Grün. Blau. Blau. Hammer. Und grün, rot, blau, rot, grün und blau. Dach am der Chat kann mir bestimmt helfen. Bestimmt wollen die irgendwas dafür. Fantasy Life, dein Beruf ist dein Leben, hat RPG
Aspekte und Ever Oasis leitest du deine Oasis und beschützt sie gegen die Dunkelheit. Kann ich dir nur wertens empfehlen. Ui, Luke, okay. Dann mach's doch gerne im Discord mal als Spielvorschlag rein. Dann schau ich sie mal an. Nur sehr gerne. Ja, ich würde gerne. Yoshi, komm her! Du bist frei! Ich kann nicht mehr! Ey, wir können uns doch zusammen retten! Ja, Schatz, und schieben! Als ob der Stein so nicht rollbar ist. Der ist rund. Den musst du ganz einfach rollen können. Haben wir hier nichts mehr. Okay. Dann gehen wir weiter. Ihr seid so süß, Leute. Ich hab euch lieb. Hallo! So. Oh, Stiere. Kühe. Oh, what the fuck ist das denn? Für eine Monstrosität. Hab ihn gekontert, aber ich weiß nicht wie. Oh Gott, okay, der läuft einfach nur. Okay, Luigi war auf dem Boden. Ah! Oh Gott, okay. I see. Der ist sehr stark, den muss ich töten. Mit Mario. Ihn vernichten. Okay, einmal Schaden machen mit dem Berserker und dann wieder ganz schnell. Okay. Bam. Ah, ein bisschen schwer, aber egal. Den hier vernichten. Ja. Ja. Und die Kuh da oben jetzt. Bam. Läuft doch. Sind auch ganz nette Gegner. Aber du kannst nicht mehr angreifen, weil du bist tot. Haben wir besiegt. Level up. Ach, schade. Ein Level up wäre schön. Ein Level up wäre echt nicht schlecht. Oh Lord, Eisblumen. So, jetzt greifen wir den mal an hier. Angie! Bam! Komm, ich muss üben. Was? Ich hab doch A gedrückt. Ach egal, weiß doch. Ich bin da für Müll. Aber ich hab gerade auf den Schatten geachtet. Man kann wohl auch auf den Schatten achten, ne? Oh Gott, Luigi sterben. Oh Gott, nee, Luigi wird sterben. Nee. Okay, Luigi, heil mich. Luigi heilen! Nochmal versuchen. Ich will's mal hinbekommen jetzt. Ich will versuchen, auf den Schatten zu achten. Um das damit zu hinzubekommen. Boing. Nicht ausweichen. Ausweichen. Okay. Nochmal. Mir glaube ich jetzt, ob ich jetzt hier Eier verschwende, aber ich muss halt üben. Ist halt so. Oh nein, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Mann, was mache ich da, Leute? Kann ich so verkacken? Kann ich so schlecht sein? Komm jetzt auch. Mach ich. Mir egal jetzt, ich mach's nochmal. What the hell, Mario stirbt. Lol. What the hell, da muss ich... Komm, Mario, komm zurück.
Mario ist nicht schlimm, glaub's nicht. Doch, doch. Ich will schon, dass er XP bekommt. So, jetzt aber. Was ist los? Das kann nicht sein, dass ich hier so verkacke, dieses Timing davon. Nicht ausweichen. Na komm, wir töten die einfach schnell. Und dann heile ich mich da unten nochmal. Endlich denkst du wirklich, ich bin ein Cutie. Natürlich. Mario kommt Level up. Ui. Ganz okay. Geschwindigkeit, aber welche Geschwindigkeit skillen? Vom Angriff. Wobei. Sind 3 Einsätze schon egal. 4. Ui, das macht Boosted M. Und Luigi auf Level up. GZ Luigi. Das war eine gute Anzahl. Das KP sieht gut aus. Bart. Plus 3. Kann man machen. Und Baby Mario auch ein Level Up. Ui, was geht denn hier ab? Alle Level Up. Herz der Karten, let's go. Eine 4. Kann man machen. Und auch Baby Luigi. Alle bekommen Level Up. Alle Level Up. Perfekt. So muss das sein. Angriff. Nicht hingucken. Oh, Luigi, du. Baby Luigi, kannst du dich so enttäuschen jetzt. Alle waren okay. Danke für die Tipps, Luke. So, Games sind drin. Ui, dann spielst du eine Runde. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Hier haben wir noch eine Kuh, aber gegen die Falte geht's nicht. Ich gehe zuerst mich heilen. Das war so eine schlechte Performance schon wieder. Wieder im Metroid. Ui, okay. Dann bleibst du ein bisschen hier, das freut mich. Während ich hier am Rumfällen bin. Ihr wisst es, Leute. Ich hab losgelassen. Er hat schon angefangen, Seite machen zu wollen. So ein Rotz. Aha. Gibt's nicht, Leute. Das gibt's nicht. Ja, komm, mach halt. Ach komm. So, nochmal. Er hat es geschafft. Er hat es endlich mal geschafft, komplett durchzuhauen. Oh, endlich mal. Er hat es geschafft. Starkes Item, wenn man es hinbekommt. Ja, danke ich nur fürs Anfeiern. Ui, und da alle 4 Level-Up bekommen haben vorhin, denke ich mal nicht, dass ich jetzt einen schnellen Level-Up bekommen werde wieder. Aber mit den Level-Ups bin ich relativ zufrieden eigentlich. Gute Zahl gewesen, bis auf Luigi Mario, Baby Luigi so rum. Luigi Mario. Ach, okay. Man kann hier hinterlaufen, lol. Gut, stimmt, habe ich vorhin auch was bekommen, irgendwie was. Ui. Das ist gut. Orden vielleicht irgendwas? Nee, Orden lasse ich die Trick, habe ich 4-mal Erfahrung Orden. Und die behalte ich erstmal, die Erfahrung Orden. Hola, ciao und hallöle.
Cuties, vergesst bitte nicht zu trinken. Genau. Hallo Mia, Gamerin. Wie geht's dir? Ja. Genau, trinken ist sehr wichtig, Leute. Trinken ist sehr, sehr wichtig. Watch time. Ui, bald 10 Tage, Nico. Bald nicht zu sehen. So, wir machen hier weiter. Was haben wir hier oben? Was haben wir hier rechts? Aha. Was für die Babys? Ein Stier. Go, go. Was machen wir hier? Ein Panzer. Panzer immer sehr gut. Bam, bam. Bam, 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 bam. Oh Gott. Das war mitten zu früh. Micha, holst du, glaub, nicht mehr ein, wie du wolltest. Ja, Angie, genau, weil Angie ist immer da eigentlich. Ob es wohl auch den Top Secret Black Yoshi gibt, kenne ich nur aus Yoshi's Story. Da gab es ja auch den weißen, ne? Den weißen und den schwarzen. Mhm. Der ist down! War gerade nicht so einfach, den zu bekommen und das auch nur für ein Level. Ja, das ist nicht so einfach, das stimmt. Das freut mich zu sein, dass sie gut geht, Mia. Ja, dann den weißen. Den weißen, genau, den gibt's ja auch. Okay. So. Das Spiel ist halt immer sehr, sehr spaßig hier. Das Mario Luigi Adventure. Und die verschiedenen Löcher. Hier oben wäre was zum Ausgraben. Fast 30 Tage. Und dann ins Tod. Hat noch die Originalzeit von Yoshi's Story, Love, Peace und Happiness. Ist Yoshi's Story nicht auf der N64 gewesen? Das ist doch eher so ein Dingsbums. Ja, mehr gibt's nicht. Die Mitte muss ich auswählen. Ich denke mal das hier. Genau. Weil das Spiel hatte ich ja gehabt. So, Yoshi, du bist frei. Ja, endlich gerettet. Und sie schieben alle zusammen an. Ich weiß nicht, warum die es nicht schaffen, diesen Stein zu rollen. Es ist ein runder Stein. Du tippst ihn an, der rollt. Da ist er schwer, aber... Das Ding ist rund. Ne? Was mit dir? So hungrig, ich brauche Obst. Der hat Hunger. Habe ich sogar noch alle meine Konsolen mit Games. Auch die SNES und N64. Wir hatten auch mal richtig viele N64-Spiele, bis Leute angefangen haben, als sie bei uns waren, die zu klauen. Ja. Ja. Also in Anführungsstrichen Freunde, ne? Ui! Hab ich ihn getroffen, wie auch immer. Kann ich vielleicht mehrmals treffen. Als nur einmal. Wir machen ein paar Aufladungen. Und Schuss! Bam. Kapum! Wasser, best. Wo war's los? Achso, wegen dem Spielen, ja. Massamarsch, genau. Muss ich den jetzt auch noch anhauen, den. Ah, nee. Die Wand ging auf. Die Wand ist kaputt gegangen. Ja, egal. Passiert. Die Magenwand einfach. Tut bestimmt ein bisschen weh. Attacke! Bong! Du stirbst jetzt! Du hast gar keine Chance mehr zu 14! Ja, instant weg!
Nice, nice. Oh, und ich gerette, Dankeschön. So ist es. So ist es. Es fehlt noch einer. Zu dritt. Zu dritt? Mario Luigi und Baby Mario Luigi. So viel. Ja, okay, das stimmt, das stimmt, das stimmt allerdings. Das stimmt. Und dann kann man auch hier reingehen. Nicht vergessen. Achso. Hier ist ein Gegner drin. Müssen wir auch mitnehmen. So, Brustblume. Bam, bam, bam. Hier. Oh. Aua, 16 Damage, what the hell? What the? Stirb. Zuerst sind da unten. Oh, zum Glück ausgewichen. Stirb und stirb. Jawohl. Das war 16 Schaden gemacht. Also, what the hell? Die Babys haben nicht viel Verteidigung, hä? Nico, Nico! So, dann haben wir noch das Ding hier. Was ist denn hier? Da kann man auch rein. Und hier ist ein Block. Mit der Frucht für den Yoshi! Gibt's aber noch irgendwo so ein Ding? Ja. Eins noch wahrscheinlich. Ein allerletztes. Aha. Mit ein bisschen Items. Und die 100 Münzen schon wieder. Sehr wichtig. Weil nach dem Kapitel gehen wir wieder shoppen. Das sieht auch wild aus. Ja. Ups, habe ich jetzt nur die Babys geheilt. Okay. Mann, nicht werfen. Springen. So. Alle KP aufgefunden. Was sieht wild aus, Lucky Line? So hungrig, brauche Obst. Hier, ich habe eine Orange. Oh, lecker. Nam, nam, nam. Darf ich das haben? Nam, nam, mit Schale. Mit Knollen. Ja, ich bin bereit. Let's go. Naja, alle Yoshis miteinander. Stimmt, ja. Die sind alle spitz. Roll den Stein. Oh, damit die Magenröhre auf. Und das tut bestimmt weh. Juhu, dann rollen wir mal los. Ja, bevor es sich regeneriert. Wir müssen uns beeilen. Ja, das sieht nicht gesund aus, ja. Überhaupt nicht. Achso, hier. Nochmal hier für euch, ne? Wo tritt ich also durchgehauen, die mit der Kugel? Ups. Kanone, ui. Das sind überall diese Knöpfe. Danke fürs Ehrchen, Tradi-Ruppi. Dankeschön. Aha! Weg mit dir! Und stier! Ui. Und auf deinen Schädel! Hier. Immer wieder gerne. Siehst du. Das hat reingehauen. Bald bekommen wir bestimmt wieder ein Level. Bestimmt.
Wer schreibt mir da gerade? Hm. Achso. Ich drehe mich gerne im Kreis. Tue ich auch. Aber wer nicht? Da ist wieder irgendwo so ein Ding. Als Kombination, damit man weiterkommt. Aber mal gucken. Erstmal laufen wir weiter. Und da war das mit der Camper. Bam. So. Töten wir einfach so schnell. Die sind ja nicht schwer. Mittlerweile haben wir die raus. Oh, ein Crit. Oh Gott, das war jetzt mein Fehler. Man muss immer, wenn er springt, springen. Nee, nicht. Wenn er nicht springt, springt. So. Oh, ein 40er Crit. Das tut sehr doll aua. Gibt es wieder einen Orden, der die BP, ich meine, den Bartpunkt verdoppelt? Das wäre gut. Richtiger OP-Orden. Da. Ah, Level up bald, aber noch nicht. Ja. Haha, erst Angriff erfolgreich. Oh, das habe ich einfach. Egal, verkackt. Der Kacki habe ich da. Und stirb! Oh Gott, das war zu früh. Aber du darfst sterben. Und das ohne Wenn und Aber. Und ciao. Oh, Panzus! Dankeschön! Lucky Lucky! Oh ja, wo lapp jetzt? Wo hab ich? Da ist einer! Jawohl! Du kannst mir nicht entkommen! Upsala! Ja, da freut er sich. Aber nicht lang genug. Ich werde nämlich fokussen und töten. Tja, recht gehabt. Nicht springen. So. Vincent, Hallöchen. Wie geht's dir? Danke fürs Einchecken. So, nochmal eine Runde. Oh Gott. Hat gereicht. Alles Paletti. Oh Gott. Nicht springen. Spring. Bam, 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 bam. Und. Sehr gut. Servus, wie geht's euch? Mir geht's gut und dir? Schön dich zu sehen. Okidoki. Bam. Haha. Bam, 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 bam. Ja. Wir machen einfach weiter mit dem Sprung. Upsa. Das war vielleicht nicht optimal. Das war richtig scheiße. Aber dafür nimmt er den. Und er auch. Bon. Hier. Wie viele kostet ein Cutie zum Mitnehmen? Also. Mein Kissen kostet. Kannst du mich mal gucken. Was mein Kissen kostet? Im Shoppi. Und das ist ein echt süßes Kissen zum Mitnehmen. Da. Darky kommt safe noch. Ja, Darky wird auf jeden Fall mit meinem neuen Model kommen. Ne?
Genau. Sobald mein neues Model da ist, werde ich auf jeden Fall ein Dark Gear rausbringen. Auf jeden Fall. Speichern! So. Meine Spezies, die muss ich neue holen. Gleich. Ach, hier ist ab. Hilfe! Da oben! Ich werde gewaschen! Wie abscheulich! Ich möchte immer dreckig sein, im Schlamm wühlen! Ah! So viel! Und auch noch finster, ist so dunkel! So werden Yoshi-Eier hergestellt! Ich wusste's doch! Die werden zurückentwickelt. Da lausifiziert mich doch der Affe. In der Brusthöhle dieser Bestie ist eine Eierfabrik. Welch abscheuliches Schubwerk. Wir müssen die Eier gefangen, die Yoshis unbedingt befreien. Auch müssen wir Bowser und seinen wertvollen Bauch finden. Zurück zum Baumteuer. Ja. Auf jeden Fall wissen wir das. Ja, es erinnert mich irgendwie an die Fabrik für schwarze Magier aus FF19. Nur umgekehrt. Bam, badam, badam. Ah! Schon wieder gedrückt. Ich muss da drei Knöpfe drücken, das ist schon schwer. Drei Knöpfe drücken ist schwer, Leute. Hier! Oder auch nicht. Wenn ich auf die draußen, kann ich dann kontern? Das ist die Frage. Ob ich die kontern kann? Wenn ich auf den Roboter drauf springe. Ich glaube aber eher nicht. So. Ich glaube, die Panzer sind nur gut für die Babys. Mach mal schnell Omelette, eventuell Fanboy-Milch dazu. Ui, neben Lupen, ja. Hört sich doch gut an. Einmal warte, also komm. Bitte eine 6. Bitte eine 6. Bitte nicht hingucken. Bitte eine 6. Boah, eine 2. Oh, Luigi. Bitte machst du besser HP. Vielleicht HP. Komm bitte, nicht hingucken. Okay, danke schön, Luigi. Du hast uns gerettet. Dankeschön, Rufi. Ich hoffe, meine Augen sind weich und flauschig. Ui. Was ein Konter. Bei mir Cage ist mein Chacho. Achso, ja. Wir machen mal den hier. Der eine hat echt viel Schaden bekommen da hinten. Aber hat nicht gereicht. Bring. Den. Bring. Okay. Spring. Den. Sind sehr weich. Dankeschön, Lurk. Danke für den Lurk, liebe später, Luke. Danke, dass du da warst so lange. Und danke, dass du ein Lurky bleibst. Freut mich. Für die Unterstützung. Hier. Ich komme kurz zu dir, brauch mehr. Baby Mario, auch ein Level Up für mich. Warum ist Geschwindigkeit bei denen so hoch? Obwohl die schon 5 die Geschwindigkeit haben. Das kommt von mir aus. 5. Aber warum? Die haben doch schon so viel Geschwindigkeit. Warum? Waffi. Müll. Müll.
machen das gleiche. Ich mach mal eine Runde andere. Und hoffe auf mein Glück. Oha! Eine 6 auf Angriff ist schon ein richtig dicker Boost. Weil meine Fanboy mich leer ist. Hat da zu viel dran genuckelt? Bam, 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 bam. Let's go. Ciao! Jetzt noch so eine Feuerblume hinterher. Ich stelle mal beide Knöpfe gleichzeitig. Oder nee, mach ich nicht. Oh, Angelofs Hard of Snulses Geicho, so weise und klar, sein Wissen leuchtet wie ein Sternenpaar. In seinem Geist ruht tiefe Weisheit, von Ultas her, in Ewigkeit. Hab dich lieb, Keicho, bleib wie du bist, Keicho 2, Hard 2, Keicho 2, Hard 2. Hab dich auch lieb, Angel, danke für die lieben Worte. Du bist ein ganz süßer, dankeschön. Ja. Dankeschön, Angel. Und danke, dass du immer bei mir bist im Stream. Haha! Und nochmal eine Runde. Feuerblume. Oh, verdammt, oder auch nicht. Ah. Das war scheiße. Das war kacke. Ah, ja, also wirklich, wenn ich draufspringe, konter ich. Gut zu wissen. Und Alter, Baby, du Idiot, das Damage raus. Aber so richtig. Bam! Finisher! Und stirb! Na, noch nicht ganz. Aber jetzt sollten beide sterben. Locker, easy. Wunderbar. Also wenn hier am Ende nicht noch ein Boss wartet, da weiß ich auch nicht weiter. Muss ja eigentlich. Ist ja schon eine Menge Zeug. So die Magenschleimhaut oder sowas als Boss. Ja, okay. Mal Luigi. Mal Mario. So, hab ein bisschen Fan euch von. Oh, Wii. Oh nein, die fehlt schon wieder. Okay, ich weiß schon, was ich machen muss. Sehr wahrscheinlich. Naja. Das ist, meinte ich jetzt nicht, aber hier oben diese Eier quasi annehmen und dann da hinten hinschmeißen. Achso, okay. Na. So. Bam. Ganz schön eng da drin. Ah! Ich bin frei! Okay, easy. Ihr wollt das Ding da wegschieben? Los geht's! Okay. Komm, First Try jetzt. Jawohl! War zwar nicht perfekt, aber. War so heftig, Mann! Ah, das seid ihr ja! Schieben, schieben! Wir müssen noch einmal schieben! Okay, let's go! Jawohl! Das waren alle. Und schieben. Yashi, let's go! Na gut, let's go. Okay. Ah. Dam, dam, dam. So. Was haben wir denn hier? Und noch mehr Gegner. Sehr schick. Gegner sind immer sehr willkommen bei mir. Komm her. Schön mit Erst. Nicht mit Erstangriff, hä? Was ein Hacker. Bam! Und das sterben die. Wunderbar. Mit einem Crit. Gingerflöten. So.
Bam, bam, bam. Und den kann ich kontern, was sehr, sehr cool ist. Ups, jetzt war ich kurz verwirrt im Kopf, aber egal. Bin ich doch immer. Bin doch immer ein bisschen verwirrt. Spring. Nett. Okay. Und ciao. Du darfst sterben gehen. Und du auch. Ciao. Mit einem 45er Crit unter die Erde befördert. Wunderbar. Die Beta-Filter sind toll, Kelch. Dankeschön, Raph. Die sind auch auf meinem Discord drauf. Und es freut mich, dass sie dir gefallen, Cutie. Die wird es bald als Postkarte geben, Anhänger und auf Merch. Auf meinen Shop. In meinen Shop. Oh, was der hell so viele? Ich mach mal die Eisblume. Einfach auch Spaß. Ah, ja, ja. Oh, ist sogar Ouch bei den Verteidigungsminus. Ui. Dann greife ich dann direkt an. Bong. Bong. Ach, verdammt. Verkackt. Bam, 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 bam. Jawohl. Mit weniger Verteidigung. Kann ich wieder klatschen? Autsch. Ah, oh Gott. Er springt. Er springt nicht. Er springt nicht. Okay. Stirb endlich. Jetzt seid ihr dran. Ihr Kühe. Ui. Und weg mit dir. Ah, nicht ganz, aber jetzt reicht's. Mit mir, mit dir. Also. Und Warf, danke schön, dass sie dir gefallen. Da habe ich mich richtig in Pose gebracht. Für euch. Hi René, wie geht's dir, Cutie? Danke für euch, Kraudis. Also. Ui, zwei Supertau. Ja, hast du mir. Ja. Wieder zu süß. Komm hör! Ich glaube, ich habe jetzt genug Fanboy mit. Ja, aber jetzt ist Fanboy mich eben genug Thema. Man will nicht übertreiben. Nico. Ne, nicht vergessen. Wir sind noch auf Twitch. Na, schade. Warum denn, René? Was passiert, Juli? Was ist passiert? Bam! Stirb! Schade. So, einmal drauf springen, bitte. Irgendjemand? Ah. Konnt hat nicht gelogen. Mario macht den unteren fertig und Luigi den oberen. Luigi macht den fertig. Wunderbar. Wie geärgert, René? Muss ich jemanden hauen gehen? Zerkratzen gehen? Mit meinen Krallen? Hier war ich schon drin, ne? Genau, ja. Da war der super Tau drin. Bam, bam. Von wem warum? Das freut mich was. Let's go. Bam. Ah, verdammt. Bam, 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 bam. Dankeschön. Hier. Wunderbar. Du hast auch Stern von mir aus. Hast du genug Leben? Na, verdammt. Aber dafür steht er jetzt. Komm. Konter. 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 Ah, oh, nein. Konter. Ah, oh, kein Konter. Aber dafür konter ich den jetzt aus. Und beide dürfen sterben. Angie, ich und Reim ist wie ein Matze, geht nicht gut auf. Ist doch nicht so schlimm. Es muss ja nur von Herzen kommen. Das ist das, was wichtig ist.
Die Idioten haben gesagt, ich wäre ein blöder Dummkopf mit Riesenschädel, mit Glatzkopfverschnitt, und die haben gesagt, ich wäre ein Penner. Stimmt aber nicht. René, lass dich nicht davon nicht untertrieben. Das sind aber nur Idioten, die sich wichtig tun wollen. Und du bist hier bei mir, weißt du doch immer herzlich willkommen. Und bei mir kannst du dich wohlfühlen. Ja, ignoriere die Leute einfach. Noch 6, nein. Meine Mathearbeit war eine 6. Oh, Nico. Ja, das wird noch, Nico. Das wird noch. Ganz bestimmt. Was haben wir hier unten eigentlich? Okay, einfach nur spam, 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 spam. Ah! Ja, verkackt. War nicht so gut, aber war okay. War okay. Kann man machen. Kann man machen. Und der Boden ist hier auch. Was haben wir hier links? Das ist für euch! Man muss mit denen reden! Dann... Wo ist der Ausgang? Bestimmt aus dem Po-Loch. Bestimmt unten ist der Ausgang. Einen Saugorden! Also, den brauche ich nicht, das kann ich schon sehr gut. Aber Dankeschön. Wir sind doch bald wieder draußen, oder? Was kann der Saugorden eigentlich gut saugen? Füllt einige KP auf, richtet sich nach der Anzahl zählter Treffer. Nicht schlecht eigentlich, aber wir haben ja die Erfahrung-Orden und die lassen wir auch drin. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich richtig gute Orden habe, die meinen Schaden erhöhen, dann ändere ich es aus, aber bis jetzt ist Erfahrung besser. Hier, nimm das. Paradox-Eier. Ui, dankeschön. Und was hast du für mich? Ja, heute rum wegen Essen. Ja, super. Immerhin sind ein paar Yoshis dankbar für die Rettung. So, let's go. Ab zum nächsten Abteil des Bauches. Dampf und voller Ruhe, Geburt mit Liebe, das ist der Schuh. Ein Weg, der führt zu Harmonie im Mutterleib, in Mutterliebe, Mutterleib. In Mutterliebe eins mit der Magie. Schön langsam, okay? Hey, Moment mal, wer seid ihr Leute? Hä? Was? Du bist Pizzabäcker? Und Klempner? Hm? Und Toad, wer ist das? Ein Toad aus dem Pilzkönigreich, hä? Ist das ein Peach? Zeitmaschine? Was wollt ihr von mir? Hä? Mein Kopf explodiert. Die Vergangenheit ist weg. Mir tut der Kopf schon weh. Wie sehr ich mich auch anstrenge. Ich kann mich nicht erinnern. Warte, das stimmt nicht ganz. Eine Erinnerung ist noch da. Von Zeit zu Zeit kommt eine blasse Erinnerung zum Vorschein. Die hat mich zu dieser Zeichnung inspiriert. Meine Gedankenkunst. Peach. Allerdings habe ich keine Ahnung, was es darstellen soll. Ich weiß nur, dass mir der Anblick vor Angst die Mütze vom Kopf haut. Ich glaube, das ist der Grund für meinen Gedächtnisverlust. Noah, danke für die Aufmunterung. Und Rob und dir auch. Ja, danke, dass ihr euch gegenseitig aufpäppelt. Ihr seid die besten Zuschauer, die man sich wünschen kann. Ich ertrage die Erinnerung nicht. Ja. Du erhältst Todbergs Zeichnung. Eines Tages bin ich im Dorf der Yoshis aufgewacht. Und dann hat uns dieser riesige Echse alle verschlungen. Ich weiß nicht warum, ich bin doch gar nicht lecker. Ich bin fettig und widerlich. Wie? Diese Eier? Meine Freunde, die Yoshis, sind darin gefangen. Und alle Yoshis in Eiern werden vermutlich als Monster wiedergeboren. Als Monster? Nee, oder? Ich muss mich beeilen und sie befreien, aber... Das ist die große böse Ding da hinten und das ist der Ausgang bewacht. Das tun wir. Wir besiegen das große böse Ding.
Was, ihr wollt's besiegen? Habt ihr noch alle Steine in der Mauer? Es ist groß und böse, es riecht seltsam und irgendwie auch geil, aber... Wir schaffen das schon. Wir sind zu viert. Guckt ihr unsere Sprünge an. Wow, krasse Effekte. Habt ihr LED-Lichter in euch? Willkommen zurück, Luke. Danke, dass du da bist. Let's go, Leute. Hier haben wir einen Speicherblock. Und noch eine Bohne. Nicht verpassen. Mehr Bohnen gibt's nicht. Also gibt's doch einen Boss. Groß und geil. Stinkt fast zur Kasse. Ey, Katze stinken nicht. Katze riechen immer perfekt und gut. Auf der Pfanne warten. Ah, nice. Wo ist eigentlich mein... Der Ranzist ist mein Handy. Handy, komm her. Bibi. Genau, Bibi. Da ist er auch, okay. So. Bevor wir jetzt den Boss fighten. Er schreibt mich an. Achso. Noch dasselbe. Sollte ich mal... So, ich tu mir mal schnell mal ein bisschen Geld auf meine Karte drauf schmeißen. Mein Handy will wieder nicht. Handy, nicht aufhängen, Handy. Heieiei. Mein Handy ist wieder überfordert. Sich auch immer auf, ist ein Huawei J6. Ja, mein Handy ist halt ein Billig-Handy, da kann man, wenn viel im Hintergrund passiert, schon mal Probleme aufkommen, aber ist nicht so schlimm eigentlich. Nicht sperren, Junge. Ausgabenlimit mal im Ausmachen. Ich sterbe jetzt eine Pizza deswegen. Muss ich eben... wenn das noch ankommt rechtzeitig. Senden. So. Senden. Ich werde den Ausgabenlimit reinschmeißen. Ausgabenlimit mache ich nur rein aus Sicherheit, nicht dass komischerweise plötzlich Geld fehlt. Da habe ich ja Bock drauf. Passt. Okay. Dann bestelle ich ganz kurz und dann geht's weiter. Lieber ein lahmes Handy als kalt, würde ich sagen. Mein Handy nutze ich auch nur für, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, gucke ich zum Beispiel YouTube oder schreibt mit euch auf Discord oder sowas, aber und als Wecker. Mehr, ich telefoniere damit nicht, ich nutze das überhaupt nicht wirklich, also ja. Es ist nur für unterwegs, auf Arbeitsweg und zum Aufwachen als Wecker. Nach. Mehr benutze ich das Ding gar nicht. Warenkorb. Ich hab dich trotzdem lieb, du süße Katze, egal ob du nicht stinken oder stinken willst, weil wie du bist süß, knuddelig und flauschig und doppelt, du bist wie die süßen Nuts. Ja, die sind alle süß. Auch die Zuschauer sind süß, alle süß, alle komplett süß. Ich hab alle ganz doll lieb. Zack.
jetzt ist er bald kommen. In so 2 Stunden wahrscheinlich erst. 1 bis 2 Stunden, denke ich mal, ist ja Sonntag. Und da liefern die nicht immer so super schnell. Kate stellt einen Ort des Wissens und Lichts, wo Fragen erblühen wie Blumen im Gleichgewicht. In diesem Raum aus digitaler Pracht bitten Antworten ihre Weg durch die Nacht. Oh, Angie, süßer. So, was steht da? Bis zu 2 Stunden, genau. Bis zu 2 Stunden. Ist okay. Da habe ich schön Abendsnack. Okay, lass uns doch diesen so komischen Typen hier mal besiegen. Der Boss im Bauch des Monsters. Was wird's sein? Es soll riesig sein. Wir werden rausfinden. Ach, das sieht überhaupt nicht riesiger aus. Und deine Zunge ist so die Schwachstelle, was? Und Feuer bestimmt auch. Luigi, nicht wegrennen! Finger weg von diesen Eiern! Lass sie einfach in Frieden, Mann! Verzeiht die Störung, ich wollte nur sehen, ob ich helfen kann. Mit reden oder was? Was sagt er da? Luigi! Grrr. Da ist Bowser! Hey, Bartschnauze, ja du! Lieg hier nicht so rum! Hol mich hier raus, Mann! Lass uns fighten! Gott, Balls! Ja, er hat die richtigen Eier! Okay. 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 So. Wir gehen direkt ernst. Kanonenattacke. Jetzt muss ich merken, wie die springen. Zack. 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 Okay. Bam! 28 nur? What the hell? Wie viel Verteidigung hat er denn? Ich guck mal normal drauf. Ja, stimmt. Ich muss seine Zunge bekommen, ne? Stimmt. Oh Gott. Am, lecker. Alter, hat mich aufgefressen einfach. So ein fieser. Müssen wir zuerst die Eier kaputt machen vielleicht? Mal gucken, was passiert, wenn das Ei aufbricht. Ah, ein Yoshi flieht. Und der hilft mir dann. Ah, okay. Ich weiß jetzt wie... Okay, komm Yoshi, hilf mir dann schön. Dann schmeißt den Stein auf ihn drauf und dann kommt seine Zunge raus und dann können wir ihn richtig gut Schaden hauen. Ne? Oh, zu früh, war immer zu früh. Warum geht er auch immer auf Mario? What the hell? Let's go, Leute. Noch 2 brauchen wir, glaube ich. Hilft mir, meine Yoshi-Freunde! Haut den Stein aus seinem Kopf. Hui, bom. Wunderbar, jetzt müssen wir draufhauen, Leute. Hey, was? Was denn denn? Okay. So, jetzt, Kanonen geben. Bäm, bäm. Zack. Zack, zack, zack. Okay. Bam! 112 Schaden in die Fresse. Und das gleich nochmal. Kanonengeburt. Wie auch immer das heißt. Nee, zack, 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 zack. Bam! 112 Damage! Da müssen wir gut reinhauen. Was? Ich hab so lange gewartet, okay. Er steht wieder auf. Er ist böse auf uns. Aua. Mario braucht eine Heilung bald mal. Er geht noch Mario! Der weiß ganz genau. Oh Gott, ich muss auch aufpassen. Oh Gott, oh Gott. Der weiß ganz genau, was er tut.
40 KP, let's go. Lucky! Schuriken gefunden. Die werden mittlerweile echt selten genutzt. Ich bin froh, dass sie genutzt werden. Wir brauchen einen neuen Stein, Leute. Guck mal, wieso schafft der eine Yoshi das Ding, so weit zu schießen, dann ganz, so weit zu schieben, und dann aber ganz plötzlich nicht mehr weiter. Game, Hallöchen, wie geht's dir? Ich bin froh, dich zu sehen, Cutie. Dankeschön, Luke, dass du mir hilfst. Freut mich. Ich kann von euch die Hilfe gebrauchen, Leute. Wenn ihr helfen wollt, anfeuern im Chat. Ich brauche eure Stärke. Oh Gott. Oh Gott, Junge. Ich habe einen Bereich privat für mich geschrieben. Ja, mach euch Angel, wenn du möchtest. Drauf, na Luigi. Ui, dankeschön, Luke, dankeschön. Power up Eisen, dankeschön. Das hilft mir. Dankeschön. Bra, ja, ein, genau. Kanonenattacke. Zack, 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 zack. Und stirb! Wie viele machst du noch, hä? Nicht mehr so viel, wa? Noch einmal Kanone. Das sind halt gut für die Bosse-Fights. Angelofs Hard of Snulzes, mein privater Reim in deinem dunklen Leben. Angie, mein Kind, vergiss nie, das Licht auch Mann, im Schatten rennt. Wie soll ich mich so konzentrieren, Angie? Tage, wenn Nächte du jetzt TTS machst. Doch Hoffnung und Liebe lassen dich nicht allein. In jedem Dunkel liegt ein Funkenglanz, ein Hoffnungsschimmer, ein zarter Tanz. Halte fest an diesem inneren Licht, es führt dich durch die Finsternis, ganz sicher und schlicht. Angie, süßer, ne? Ein süßer Reim. Was ist denn das für eine süße Katze? Was ist denn das für ein süßer Soldatin? Jamie! Was machst du Schönes? So. Also, wie feile ich die jetzt eigentlich? Der hat keine Yoshi-Eier mehr. Und so mache ich kaum Schaden. Ah, jetzt. Bam! Boom, boom. Ja, ich weiß nicht, es gibt glaube ich kein Item, womit ich jetzt alle Eier ganz einfach kaputt machen kann. Wir müssen einfach nur einzeln draufspringen. Okay. Zertatin! Der war nice, Angie. Hast du viel Mühe gegeben. So viele, die mir Hallo sagen, ah, bin noch gar nicht hier, der Star, das ist Ketchup. Ach, Game, du bist auch der Star. Alle sind hier Stars. Ja, gut. Danke, Keicho. Nur ein G. Jetzt hat er wieder nichts. Keine Eier, nichts. Bam, bam. So. Und weg mit dir. Nur nicht Patrick Star, bei ihm zählt's nicht. Patrick Star, bei ihm zählt's nicht? Der Patrick Star ist aber auch ein Süßer. Irgendwann mal muss ich mir nochmal alle SpongeBob-Folgen durchschauen. Aber auch vielleicht sogar die neuen. Mal gucken. Also die neuen nach dem neuen Sprechern und alles.
in Anführungsstrichen jetzt einen neuen. Achso, ja, er ist schon ein Star, ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings, hast du recht. Fallen sind auch schon ein, noch schon einige. Ja. Einmal noch mache ich, danach reicht es, glaube ich, mit der Attacke. Zack, zack. Bam. Oh, er ist tot, er ist tot, er ist tot, die haben's, die haben's, die haben's, die haben's. Geht, befreit euch. Wir haben's geschafft. 260 Erfahrung. Komm, level up, level up. Ja, für Baby Mario, nicht für, für normal Mario geht level up. Für den normalen Mario. OKP sieht gut aus, Angriff, naja. Verteidigung, naja, Geschwindigkeit sehr gut anscheinend. Ah, ich will eigentlich behart machen, aber... Dann KP. Nicht hingucken. Oh nee, es waren so gute Zahlen. Und die Felix-Show hat auch schon, glaub, 50. Felix-Show, was ist das? Ah, das tut weh. Aua, oh, mein Bauch. Das tut so weh. Das war so scheiße. Komm, Babys müsst ihr jetzt raushauen. Sonst habe ich ein echtes Problem mit dem Leveler. Oh, ne, plus 3. Das ist echt, echt räudlich, muss ich sagen. Das Schattenreich ist zwar ein schöner Ort für mich. Nein, nein. Das ist es nicht, Nico. Oh, immerhin, immerhin. Baby Luigi, du hast geregelt. Wenn du ein Keks wärst, wärst du jetzt ein schattiges Plätzchen? Noah. Noah. Auf dem Songtext, Angie, ui. Oh ja, wenn wir in diesem Loch springen, sind wir wieder in Freiheit. Let's go. Der Ausgang. Bam, 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 bam. Yoshi. Sehr nice, sehr nice. Echt cooles Kapitel gewesen. Ich will aber nicht wissen, wo es rausgeht. Oh Gott, ja. Alles klar. War ja klar, dass wir da rausgehen. Ja, Angie, alles gut. Kannst auf Discord posten. Aua! Der hat uns einfach ausgeschissen. Ja, Tia und alle tot durch Fallschaden. Ja. Da ist uns ja eine. Da ist uns ja eine spektakuläre Flucht gelang, nicht wahr? Ein abenteuerliches Ankommen aus einem massiven pinken Horror-Po-Arsch. After. Mir egal, Angie. Dieses gigantische Monstrosität bewegt sich gar nicht mehr. Ich nehme an, dass der Schiss richtig gut war für ihn. Muss befreiend gewesen sein. Wohl wahr. Wir sollten die Eier schnell ins Dorf bringen, wo sie hingehören, ja, ja. Wow, fast scheint es, als wüssten sie, dass sie nun wieder zu Hause angelangt sind. Kommt schon, alle zusammen. Ich schlage vor, wir kehren ins Dorf zurück und sehen dort nach dem Rechten. Ja, und ich glaube, es reicht auch dann mit dem Spiel für heute. Wir speichern und dann sollte das ja reichen. Wir waren schon im Dorf. So. Speichern. Will auf Katzengetuschel oder wenn sie ja bis auf Spam posten. Genau, so beiden. Oh. Kannst du ruhig Katzengetuschel machen? Ist ja okay. Ah, war doch jetzt echt schöne Stunden in Mario Luigi. Oder du schreibst es auf, machst ein Bild davon und postest es. Oder du singst es und machst es in Musik rein. Nein, Spaß.
Ich gehe mir mal ganz kurz was zu trinken holen. Bis gleich. Mua.